Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gute Server oder wie das Format auch heißt, mit dem lieben It's MC Gamer HD unterstrich YouTube. Hallo. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu Manix, ein Video, und heute stelle ich euch meinen City Build Server vor. Bevor es noch weitergeht, möchte ich noch euch noch sagen, damit niemand in den Kommentaren schreibt, dass der Server gedownloadet ist. Leute, der Server ist nicht gedownloadet, außer der Spawn. Sonst habe ich selber alles gemoddet. Selber den Spawn habe ich, also ich gebe es zu, ich habe den Server, also den Spawn habe ich, also selber, nicht selber, sondern ich habe es vom PC auf die PS3 kommentieren, das stimmt, aber sonst habe ich alles selber gemoddet, und noch ein bisschen Hilfe von dem Max wird auf jeden Fall. So Leute, ihr seht mich ja schon, es ist unglaublich hier gemoddet, und als erstes, als ich auf den Server kam, dachte ich echt, es ist komplett hier gedownloadet. Und man spawnt hier nämlich mit diesen Sachen hier, also ich habe gar nichts gefarmt, ich bin so auf der Welt gekommen und so. Und dieser Typ, der ist krank, ohne Spaß, was er hier alles gemacht hat. Und auch hier oben, Leute, dieser Server, das ist mit Abstand der beste City Build Server, den ich bisher gesehen habe. Der ist aber noch nicht online, der kommt nämlich erst bald. Der ist auf jeden Fall, also der wird auf jeden Fall am 25.02., wenn ich schaffe, 25.02. wird er auf jeden Fall online sein. Oder vielleicht auch früher. Und oben rechts steht es schon, noch in Entwicklung auf jeden Fall. Also falls ihr, ja genau. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, dass wir erstmal jetzt hier zu den Plots gehen und dann nach und nach alles so zeigen, weil das ist echt unglaublich. Heute bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Hier kann man nämlich, hier hat man mehrere Auswahlen, nämlich Kreativplot nur für YouTuber, das geht noch nicht, aber Standardplots geht schon. Und jetzt haben wir hier nämlich unsere Farmwelt und unsere Abteilungen quasi. Wir gehen jetzt mal in 1 rein, und da sieht man nämlich schon hier, das ist unglaublich gemacht. Man kriegt sogar einen kleinen Speedboost, wenn man hier landet, und da hat man nämlich hier diese ganz großen Flächen. Und Leute, das haben und ja, genau, und ja, genau, Leute. Also unten, wenn ihr, warte mal, Manix, komm mal hierher. Und hier unten auf jeden Fall ist hier die Farmwelt da unten. Also die ganzen Plots fliegen auf jeden Fall, und es ist auf jeden Fall richtig tief. Sind ungefähr bis zu 30 Blöcke oder so tief, weiß ja, nicht genau. Und das ihr könnt reicht auf jeden Fall euer Plots aushöhlen oder so. Also halt und so weiter. Ihr könnt alles drauf bauen, was ihr wollt und so. Und ja, genau. Lass mal kurz wieder zum Spawn und dann zur Farmwelt. Als ob! Das sehe ich auch jetzt erst wieder, Mann. Das ist so gut gemoddet, Mann, Alter. Das ist. Ja, ich. Auf jeden Fall, Leute, hier seht ihr mich schon die Farmwelt, und hier habt ihr eine ganz normale generierte Welt. Und Leute, man kann hier sogar auch Fortnite-Lamas finden in der Farmwelt. Wir zeigen sie euch mal kurz. So Leute, jetzt haben wir nämlich hier ein Fortnite-Lama gefunden. Das spawnt unnormal, also es spawnt einfach nur so auf der Welt, und ihr seht schon, es hat jetzt hier Eisen, Gold gedroppt. Wir können es nochmal kurz töten, Leute. Zack. Und dann jetzt schon wieder Gold. Also es ist wieder so eine kleine Lootbox. Alter, das ist einfach. Sowas habe ich noch nie gesehen, Leute. Und das gibt's. Also, Leute, das ist echt unglaublich, Leute. Und lass jetzt einfach mal kurz wieder zum Spawn gehen. So, Leute, man kann sich nämlich hier Lootboxen kaufen. Und die sind auch. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen, Leute. Man kann jetzt hier rauf gehen, und es gibt eine Ingame-Währung, das sind die MC-Dollars da unten links. Und kannst mir kurz alle drei geben, dann kann ich mal kurz in Kreativ kommen, die natürlich so oft platzieren, wie man möchte. Da kauft man sich jetzt hier zum Beispiel Loot-Chest 1, da sind nicht so gute Sachen drin, Loot-Chest 2 und Loot-Chest 3. Leute, das habt ihr noch nie gesehen, ohne Spaß. Ich gehe jetzt hier mal bei 1 rein, ne? Da haben wir ganz gute Sachen jetzt bekommen, aber wenn wir nochmal was platzieren, dann wieder was anderes. Und hier nochmal Eisen, wenn wir jetzt hier 2 platzieren, das ist eine etwas bessere Truhe. Können wir so, dann kriegen wir schon Sattel und so halt für die ganzen Tiere und so, und sogar ein Schadingbuch. Das ist richtig gut. Also man kann sich hier richtig krasse Sachen, und 3 Leute, ist unglaublich, was man da alles so rausbekommt. Hier eine Diaspitzhacke. Dann hat man hier nochmal Dia-Schuh, alles komplett random, und sowas habe ich noch nie gesehen, Leute. Er muss mich lehren, Leute, das ist unglaublich. Also wirklich, es ist so gemoddet. Natürlich.
Und ja, Leute, ich helfe ihm auf jeden Fall auch bei dem Server, den er als Download veröffentlichen will, auf jeden Fall. Also an den Server. Er hat auf jeden Fall so ein Video gemacht. AFK-Tunnel. Ach, stimmt. Wenn man hier AFK ist, dann kann man nämlich hier in eine Endschutzschleife gehen. Und wenn man dann wieder da ist, dann sagt man, ey, ich will hier mal kurz ins Wasser. Und dann fragt er sogar noch, wieder da. Und dann kann man die ganz normal weiterspielen, Leute. Und jetzt gehen wir nochmal kurz zu den ganzen Rängen. Und man kriegt ja auch wieder einen Boost und so. Und das ist auch wieder so eine Sache, das habe ich noch nie gesehen, noch nie gesehen. Wirklich, das ist, ich wusste nicht, dass sowas geht. Nämlich hier haben wir einen YouTuber-Rang ab 500 Abos. Ja, dann halt hier Supreme, Admin und Supporter. Leute, das ist einfach, und der kommt bald raus und ist ein so richtig krasser Server. Also das ist wirklich, da wurde alles gemacht, was so geht eigentlich in Minecraft. Und dieser Typ ist krank. Es ist nicht seine einzige Welt, die so krass gemoddet ist. Falls ihr noch mehr Videos mit ihm sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und bei mir auch auf jeden Fall, also auf meinem Kanal, wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Also ja, sein Kanal ist in der Beschreibung verlinkt und so, Leute, wisst Bescheid. Jetzt haben wir nämlich hier die einzelnen Shops. Man kann sich jetzt hier aussuchen, möchte ich eher so Neta-Sachen haben oder Tränke. Die kann man sich nämlich hier alles mit der Ingame-Währung kaufen. Und ich konnte jetzt mal so ein bisschen durchgehen, halt alles gemoddet und, Alter, das ist so gut. Leute, und hier am Spawn kann man dann nämlich hier noch so ein paar Ingame-Coins kaufen, also zum Beispiel diese hier, Dollar, für Eisen oder für Gold und so, da kann man sich halt damit weitere Sachen im Shop kaufen. Und Leute, der Typ, der hat noch so kranke Maps auf Lager. Also wie gesagt, falls ihr mehr Modded Minecraft sehen wollt, was halt nicht normal ist, das hier ist auf jeden Fall nicht normal, habe ich selten so gesehen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Feedback da. Und so Leute, der Server, der kommt dann wie gesagt bald raus, Leute. Schaut dann auf jeden Fall, edit ihn auf PSN. Ja. Okay, dankeschön. Und ja, da kommt, wie gesagt, nochmal, der Server ist nicht gedownloadet und der Server kommt auf jeden Fall am 25.02. auf jeden Fall raus. Es ist, glaube ich, in einem Monat oder so, also im 25. Tag. Ja, ein bisschen weniger. Weil heute, ja, ein bisschen weniger, so gesagt. Und ja, dann... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Ciao, ciao! Ciao, ciao! Oh.